Aufnahme los. Jo. Und gleich jetzt die erste Aufnahmerunde. Gleich Imposter. Naja. Sehr schön. So. Wow. Das war mal eine leichte Oh, Runde. das war Super. aber Was? schnell. So viele Leute waren schon tot? Ja. Ich habe Sehr extra die geil. Task nicht gemacht, weil ich mir dachte, wenn einer von beiden tötet, dann sieht man's, dann sehe ich es auf jeden Fall. Was ist denn los mit Aber ich euch? wusste nicht, dass so viele Leute schon tot sind. Ich habe auf jeden Fall eine Short-Task runtergestellt. Ja, glaube ich gut. Das war schön. Eigentlich Danke. wollte ich Kegel ein bisschen Angst machen und dann sehe ich so, bumm, ja gut. Ja, war gut geplant. Und Lisa stand daneben, hat sich sie angeguckt und denkt so, toller Kill, super. Ja, ich fand das sehr hübsch. Und wo wir dann beide gleich dann runtergelaufen sind hier zur Communications, wo ich dann den Alarm ausgelöst habe, war ein gutes Alibi. Ja, war super. Da hab ich den nächsten gekillt. Ach nee. Ich weiß jetzt nicht, ob das einer gesehen hat, ey. Ah, ich hab's Dachte gerade, getroffen, ich okay. entmute mich nicht. Wo warst? In Navigation lag die Leiche. Navigation, okay. Ja, Aaron und ich sind da beide gerade reingegangen und haben die Leiche gefunden. Und Bree kam gerade eben, glaube ich, von Weapons runter, wo noch der Alarm war. Dann war es Higgins. Bitte, Ich hoffe, war nicht das? Pri, wo du jetzt gerade an Weapons vorbeigelaufen bist. Oh, Entschuldigung. Genau, Was? Kegel ist gerade aus Weapons an mir vorbeigelaufen und Kenza war unten im Admin. Ich war. Ja. Wo war die Leiche? Navigation. Navigation. Ich war gar nicht in der Richtung von Navigation. Ich bin nämlich nach links gelaufen. Das jemand bestätigen? Es muss doch Nee. irgendjemand, ihr seid doch alle Richtung Navigation oder so gelaufen. Nach rechts oder nach unten. Nee. Direkt Ja, wo wieder seid nach ihr? unten gemacht. Ich bin Richtung Medic Bay. Ich war oben Cafeterion, hab die Aufgabe gemacht und dann und runter in, Ich na, war Richtung Admin. Medic Bay und dann kam ich jetzt gerade unten, links unten wieder raus. Und dann kam mir Cancer entgegen. Oh Gott. Keine Ahnung. Es kam mir wer entgegen, aber es kam im Ja, Storage das waren da war ich. einige. Also ich Hier im kann es nicht Storage. 100% bestätigen. Also ich war im Storage, Ja, aber genau, das war tut mir ich leid, dort. ich hab's. Kann es gewesen sein, ich kann nicht bestätigen, weder noch verneinen. Na gut, also ansonsten, wenn wir jetzt halt einen Falschen rauskicken,
Dann haben die Imposter nur noch einen Kill, dann haben sie schon gewonnen. Und so müssen sie Double Kill machen und haben gewonnen. Ja, das ist. Ich glaube, wir müssen das mal runterstellen. Bei 7 Leuten ist es zu viel, 2 Imposter. Hm? Machen wir lieber ein paar mehr Tasks. Dann kann ich den Kegel beim Töten sehen. Bitte was? So, kleines Alibi, ne? So passt das eigentlich sehr gut. Aber der Kill-Cooldown ist ein bisschen, ne? Gedings. Gut, Kegel. Ich dachte schon, Alter. Beide in Electric. Ja, ich musste erstmal unten gucken, ob du jetzt den Kill da durchziehst. Und dann dachte ich so, okay, Higgins hat das durchgezogen, dann gehe ich gleich wieder hoch und nehme McKenzie vor. Ja, ich hab's gesehen. Zweimal hintereinander. Kenzer hat ja, ich hab mehr. Ich habe eine neue Lobby gemacht. Das hat ihn jetzt so geärgert, dass ich ihn zweimal hintereinander jetzt getötet habe. Ja. Yeah. Daran lag es. Lobbycode ist? Ja. Kann losgehen. Kümmert euch um mein Tierchen, wenn ich tot bin. Das wäre so geil, wenn du die Pets einfach adaptieren könntest und mitnehmen kannst. Ja, das wäre echt cool. So. Erste Runde für heute, dass ich kein Imposter bin. Okay, die erste Runde, die wir nicht aufgenommen haben, da war ich auch kein Imposter, aber bin sofort von Kenzer umgebracht worden. Und ja, das war jetzt einfach, ne? Das war die Rache. Ja. So, danke schön. Ich freue mich sehr. So. Perfekt. Einmal Communications der Download. Jetzt müssen wir mal wieder einige Folgen hier auf Vorrat weiter aufnehmen. Weil ich habe nämlich jetzt genug schon wieder hochgeladen. Also bis zum... Also wir haben jetzt heute den 26.10. Und ich glaube bis zum 8.11. Oder... Doch, ich glaube 8.11. war es. Bis dahin ist erstmal Videos und so weiter gesichert. Ist ja bombenmäßig, wa? So, ich möchte nur gerne mal wissen, wer Imposter ist. Nicht, dass ich gerne sterben möchte, ne? Also das sei jetzt mal dahingestellt. Ich bleibe lieber am Leben und feiere dann mit der Crew zusammen, wenn wir die Runde als Crew gewinnen. Wenn jetzt mein Download nicht abgeschlossen hat, der war schon bei 100%. Was? Wo? Lag im Reaktorraum. Reaktorraum. Reaktor. Okay. Da hätte ich da doch reingehen sollen.
Selber habe ich nicht gesehen. Ich bin gerade an Simon Says rangegangen, habe den Report-Button nur entdeckt. Ich bin unten von an der Lower Engine hoch zur Upper Engine, weil ich halt immer aufhören muss. Ja. Du warst aber noch nicht oben, oder? Nee, noch nicht ganz. Also der Button, wie gesagt, der ploppte erst auf, wie ich gerade an Simon Says ranging. Vom Flur aus hättest du das, glaube ich, nicht mitbekommen. Ja. Also wenn ich auf jeden Fall absichern kann, der es nicht ist, ist Zero. Mit dem war ich jetzt gerade im Admin-Raum. Und wir sind auch zusammen rüber zu Electrical gegangen. Ich habe euch beide auch eine Weile lang zusammen rumlaufen sehen. Da seid ihr mir, glaube ich, gerade an Kommen entgegengekommen, wie ich in Richtung Shields gelaufen bin. Ja, genau, du bist Velsker. Ja. Ja. Ich weiß nur eben, als ich Admin war kurz, da ist zuerst Navelisa runter und dann Kegel und dann ist aber Kegel bald wieder zurück herauf. Also ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass er in der Zeit drüber laufen hätte können. Und dann sind wir eben zusammen mehr runter Electrical gegangen. Haben wir jetzt alle durch? Also ich bin gerade zum Electrical gelaufen und da habe ich auch Cancer gesehen. Ja, wie gesagt, musst halt von Storage hoch zu Upper Engine. War halt kurz vom Eingang Upper Engine, kam dann der Report-Button. Okay, glaube ich, Jens habe ich auch gesehen im Electrical. Oh, wo bist du also, gewesen? Genau, da bin ich gerade. Error, wo bist du gewesen? Vorhin in Medbay, wo du reingekommen bist und gerade Richtung Upper Engine auf dem Weg. Ich skippe. Ich skippe auch. Alles klar. Also Verdächtigen haben wir erstmal nicht. Außer Kegel. Ja, ich immer, klar. Der ist doch immer 100%. Kegel immer. Der ist rot, der ist immer so. Kegel, du bist für mich auch ein Blitz. Ja, ich habe auch schon Zero umgebracht, der hat es nur noch nicht mitgekriegt. Natürlich war mein Download nicht fertig. So. Ich mach das jetzt hier noch zu Ende. Oh. Mal diese Scheißtüren zu machen hier, ne? Ich habe zu 90% eine Vermutung, wer es war. Okay. Wenn du jetzt sagst Pri, nur weil nein, ich gerade zurückgekommen bin. Nein, du nicht. Weil ich habe gerade Kegel noch gesehen, wie er in Electrical reingelaufen ist. Dann ist Error dort auch reingegangen. Ich bin weitergelaufen. Ich war vor ihm drin. Warte mal. Ja, oder du warst vorher. Ihr beide wart zumindest da drin. Ich bin dann weitergelaufen, dann ging der Alarm los. Dann habe ich halt den Alarm geklärt. Da habe ich auch Pri gesehen und Zero. Ja. Und als ich zurücklaufen wollte, ging erstmal die Tür zu, wo die dann auf war, bin ich zurückgelaufen, Error kam mir natürlich entgegen und Kegel war tot. Mhm. Wo die Türen zu waren, war ich schon bei euch. Genau, du warst schon bei uns, klar. Aber wo ich rausgegangen bin aus Electrical, war er noch am Leben, da war er gerade, glaube ich, bei der mittleren Task oder sowas. Kann das irgendwer bestätigen? Er lag aber nicht in Electrical. Ja, wo lag er? Im Gang. Ja, okay. Von Electrical ist nur so. Der lag jetzt direkt im Gang vor Lower Engine. Genau. Da musst du es ja relativ kurz nachdem wir da alle waren passiert. Du warst der Letzte, der aber von dem Gang unten auskam. Habt ihr nicht gesehen, dass Kenzer dabei stand? Und ich hab Zero und Pri gesehen. Alter! Und ich weiß halt nicht, wo Kenzer war. Pri war auf jeden Fall bei mir im Reaktor. Pri und ich waren auf jeden Fall Reaktor und haben gerade im Simon Says. Genau. Zero und Pri habe ich gesehen. Ich war ja mit bei euch. Aber Kenzer wüsste ich jetzt nie, wo er war. Also Kenzer und Error ist. Navigation zu Shield. Also ich bin mir so 90% sicher, das ist Error. Kann ich nichts gegen sagen. Ich war der Letzte, der. Ich habe ihn zuletzt gesehen in Electrical, bin dann zuletzt. Wen hast du gewotet? Error. Frido? Auch. Ihr habt den beide da gesehen? Ja,
Er kam ja uns da entgegen. Und er war vollkommen zu, dass ich, wo der Reaktor war, mit Kegel in Electrical war und dann von Electrical. Ich hab nichts gesehen. Zero, wen hast du gewotet? Auch Error. Ja, gut, dann. Da wir haben einen Post. Irgendwie glaube ich, dass Higgins es ist, wenn er so gegen mich schießt auf einmal. Oh Gott. Das ist echt nicht wahr. Aber die müssen doch Kenzer da an der Seite gesehen haben, hier vorne. Hier. Was ist los? Dann kann es eigentlich nur Kenzer sein. Und wenn du das jetzt gewesen bist? Wie soll ich denn das gewesen sein? Ich war doch bei euch, wo der Alarmwarn war. Ja, wo der Alarm an war, war der vor oder danach? Wo war das Schlösser genau zu? Was? Wo war genau das Schlösser zu vor oder nach Lower Engine? Vor Lower Engine. Also, wenn du vom Reaktor in Lower Engine rein willst. Also, sprich, eigentlich kann es dann nur Kenzer gewesen sein. Es sei denn, Higgins hätte Kegel da gespielt. Vertraut mir. Und hätte die Türe hinter sich zugemacht. Also, gut, ist. Theoretisch kann man auch, wenden, ne? Von Dings. Ja, ja. Nee, ich bin mir sicher. Jetzt bin ich mir zu 100% sicher. Bei Error war es zu 90. Aber normal, wenn er Error. Aber normal, wenn er. Wenn Kenzer das nicht ist, dann könnt ihr mich gerne rauskicken. MWBMQQ. Weil Higgins glaube ich nicht, weil er hätte bei uns vorbeilaufen müssen beim. Ja, Vanessa, wir müssen gucken. Wenn wir jetzt 8 sind, vielleicht machen wir doch 2 Imposter oder so. Dann die Runde. Sorry, Error. Also, ganz, ganz kurze Frage, wo ich von Kenzer umgebracht wurde, wo Pri und Higgins vom Reaktor Richtung Lower Engine runterlaufen sind, habt ihr nicht gesehen, dass Kenzer da noch hinten an der Ecke stand? Nein. Die Sicht ist auf 0,5, die Sicht ist relativ gering. Ach so, ja gut. Wir haben eine relativ niedrige Sicht. Ah, scheiße. Ja, aber mir war das gleiche. Von 0,5 wir 2 Imposter machen oder einen? Ich hätte 2 gesagt. Ja. Ja, wenn wir jetzt wieder 8 Leute sind, dann würde ich sagen, machen wir ruhig 2, weil hier der Foxin, der kommt dann auch noch dazu. Der ist jetzt in. Warte mal, was hat er mir geschrieben? Bin um ca. 45 bei euch. Wer hat was geschrieben? Foxin. Foxin. Pri, hast du schon eine Lobby? Sonst würde ich wieder eine machen. Nee, ich mach keine Lobby. Ich fliege schneller raus als ihr. Achso, du hast. Du bist rausgeflogen, ich hab gedacht, du bist gelieft. Ich bin gelieft, ist es richtig, aber wenn ich eine Lobby mache, ich fliege mal schneller raus als ihr das habt. Mein Internet ist nicht so stabil in der Hinsicht. Genau, das habe ich auch immer. Na, ich könnte die Aufnahme mal kurz pausieren. Das wäre, glaube ich, mal eine Möglichkeit. So, hey, weiter geht's. Nächste Runde, geil, ich freue mich. Lass mal ich will nicht schon wieder ein Poster sein. So, auf in die wilde Fahrt der Polus Map. So. Schön. Ach, hier das. Das ist meine Rundsucherei hier mit dem Ding, ey. Richtig scheiße. Lass mich durch, ich hab's eilig. Wichtige Aufgaben warten hier. Ah.
Sehr schön. Das Ding haben wir auch. Obwohl ich ja diese Aufgabe hasse, dieses Summonses. Das ist echt, nee. Das gefällt mir nicht. That's not good. I don't like this. Wo warst du? In dem Raum unter O2, wo du die Flaschen auffüllst. Also der Standardort. Classic. Okay. Ja. Okay, dann mal fragen. Also Vanessa, ich war die ganze Zeit. Ich habe auch tatsächlich jemanden weglaufen sehen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das war. In welche Richtung? Oh Gott. In Richtung. Oben oder unten raus? Tatsächlich Richtung O2 hoch. Ich bin aus dem Boiler Room rausgekommen. Ich habe aber wirklich nur noch so ein Stück vom Fuß gesehen. Ich habe also nicht wirklich die Farbe gesehen. Also eher in Richtung Security. Ja, ich weiß nicht, ob es Richtung Security oder O2 rennt. Ich war gerade auf dem Weg Richtung Security. Kam dir da jemand entgegen? Egal. Nee. Also jetzt gerade am Ende der Runde habe ich Cancer unten bei Weapons gesehen und der stand an dem ja, PC. Ja genau, da kam man nämlich rein. Also wäre er in Richtung O2 gewesen, wäre es Kegel wahrscheinlich zu 80% für mich gewesen. Aber er ist hoch abgehauen, dann nicht. Weil da kam er direkt rein und ging der Report-Button. Ja, die Kegel und ich waren auch fast die ganze Zeit zusammen. Also Eros wahrscheinlich aha, auch. Aha, und dann habt ihr euch getrennt? Ja, ja kurz. Wir brauchen ein bisschen Abstand, weißt du? Das, ja, das ja. Hat aber nicht mehr funktioniert. Das besprechen wir ja, lieber. Ich das Luft geraubt. Ja. Habe ich zusammen das letzte Mal im Specimen Room gesehen. Kann ich so unterschreiben, habe ich auch zusammen gesehen. Messi, wo warst du? Ich war rechts oben im Labor im Medbay unterwegs und wollte gerade durch die Schleusen runter. Also Aero ist pretty sure auch unschuldig, weil der hätte mich ein, zwei Mal safe killen können. Alles klar, dann war es keiner. Also ist Zero alleine tot umgefallen. Alles ja, klar, ist gelöst. wir haben gewonnen. Tschüssi. Alter Schwäche. Ein Herzinfarkt. Also ich kann Vanessa saven. Also nicht saven, aber ich habe gesehen, wie sie hoch im Medbay gegangen ist. Was habt ihr jetzt gemacht? Saven, ich hab's skippen oder? Skippen. Alle geskippt. Keine unschuldigen Worten. Gab's ja letzte Runde. Den sollen schön die Imposter töten. Läuft das nicht eigentlich andersrum? So. Jetzt geht der Speise weiter. Huch. Oh, ja, komm. Perfekt. Eine geile Runde. So, jetzt wollen wir hier mal oben hin. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Verdächtigen irgendwie, der jetzt hier einer von den Imposter sein würde oder könnte. Aber in den meisten Fällen könnte es ja Kenzer sein, aber der, na gut, man weiß es nicht, vielleicht hat er auch einen Cooldown. Und, ne? Man weiß es ja. Eieiei. Oha. Wo liegt die Leiche? Weapons. Bei Weapons. Wen hast du gefunden? Bei Weapons. Cancer oder wen? Cancer, ja. Bei okay. Weapons. Also mir kam gerade Cancer. Kegel entgegen. Cancer tot. Ja, ja. Kegel kam mir entgegen gerade aus der Richtung. Ich war jetzt gerade noch in Communications, habe da den Upload gemacht am PC. Und Kenzer ist rausgelaufen Richtung Weapons runter. Ich weiß jetzt aber nicht, wer da schon im Raum Weapons mit drin war. Nachdem wir in Weapons waren, bist du direkt zu Comms hoch, wo es Licht war, oder bist du da noch woanders hin zuvor? Ich bin erstmal hoch zu Electrical, wollte da das Licht anmachen, da stand aber schon Pri und habe dann oben erstmal den Download gemacht an der Ecke und bin dann runter zu Communications und da stand dann auch Kenzer
am PC und hat da den Upload gemacht. Okay, das könnte zeitlich hinkommen, weil mir ist Cancer auch kurz, wie ich nach unten Richtung Weapons gelaufen bin, wo ich dann Richtung O2 meine Tasks machen wollte, hinterhergelaufen. Das heißt, das würde ungefähr zeitlich auch passen, von dem, was du da gesagt hast. Isa, wo warst du? Ich war in O2 und habe da die Sauerstoffflaschen aufgefüllt. Habe ich gesehen. Ich habe euch beide da auch gesehen. Genau, ich glaube, Error, genau. Du warst gerade erst unten in dem Boiler rum, ne? Ich bin auch O2-Flaschen auffüllen gegangen, habe zuvor beim Boiler rum unten Wasser gemacht. Ja, das stimmt. Ja, genau. Also mir kam halt kein Kegel entgegen. Ja gut, es könnte jetzt auch sein, also er wurde ja in Weapons umgebracht, dass der Imposter von Weapons raus ist, bei Communications in den Vent rein und hier beim Office wieder rein ist, ist dann kurz nach rechts rüber, wo ich jetzt gerade in Office rein bin, da ist mir ja Higgins entgegengekommen. Also ich muss sagen, ich traue Error und ich glaube, dass Kegel lügt. Einfach nur im Bauchgefühl. Ja gut, dann wählt mich raus, dann haben die Imposter gewonnen. Wunderbar, ich wähle mich selber. Komm. Alles gut, nee, komm, alles gut. Die Imposter haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Die hätten es oder so gewonnen. Wenn wir keinen wählen, machen sie einfach ein Kill und haben gewonnen. Wir mussten jetzt irgendwas nehmen. Ja. So eine Scheiße. Hätten wir mal Higgins rausgewählt, aber er wollte mich auch nicht hören. Toll, super. Aber ich hab Kenta gar nicht gekillt. Scheiß, ich hab jetzt gedacht, du sagst Privas, weil ich bin rausgegangen in dem Moment, wo du dran vorbeigelaufen bist. Aus Weapons. Du, ich habe dich wirklich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Das Einzige, wo ich dich gesehen habe, war oben beim Electrical, wo der Strom wieder angeschaltet wurde. Und genau deswegen hatte ich dich gar nicht in Verdacht. Ich hatte mich unten bei O2 hingestellt, hab eben so getan, als würde ich die Flaschen machen. Dann halt, ist noch umgekommen. Dann kannst du entweder Error oder Lisa killen. Dann bin aber dann raus und hab bei Weapon die Tür aufmachen müssen. Und Kenza kam halt mit rein. In dem Moment, wo ich raus bin, bist du da vorbeigelaufen. Ich hab das nicht gesehen, dass du da rausgekommen bist. Ja, Schweine. Du hast bestimmt gerade in die Tischplatte gebissen, oder? Nö, also wie gesagt, ihr habt ja gesagt, nee, der Einzige, der für mich verdächtig ist, ist Kegel. Ja, schön. Dann wählt mich raus, dann haben die Imposter gewonnen. Also, was soll ich da noch großartig interpretieren? Und wie gesagt, ich hatte auch Higgins mit in Verdacht, weil meiner Meinung nach hätte er wenden können. Aber habe ich eigentlich nie gemacht. Ich habe Vanessa oben gekillt in im Dings oben halt. Ja, ich war so Labor. Viel in der Nähe von Pri, ich dachte, sie wäre es nicht.